Willkommen zum Tagessegen. Im Matthäusevangelium heißt es im 5. Kapitel: Amen, das sage ich euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Ich liebe diese Stelle. Nicht, weil Jesus ein Erbsenzähler ist oder Buchstabenzähler oder sonst etwas, sondern weil er begriffen hat, was der Sinn der Schrift ist. Man muss sich das ja vorstellen, die Zeit Jesu, diese Tora-Rollen, das war alles mit der Hand geschrieben, super wertvoll, und das wurde in Ehren gehalten. Es gab sogar ein Fest, wo die Rabbinen die Tora-Rolle genommen haben und getanzt haben mit der Schrift, weil all diese Buchstaben dazu dienen, dass die Menschen zum Tanzen kommen, zum Hoffen kommen, zum Lieben kommen. Es gibt ja so viele Gründe, wo wir denken, mein Gott, da bricht ja der Himmel zusammen, da vergeht ja die Erde, meine Träume vergehen, meine Wünsche vergehen, es geht so viel unter. Und Jesus sagt dann, nee. Diese Buchstaben der Schrift, die enthalten doch diese Hoffnung, dass wir in Gott Festgehaltene sind. Und da kann ruhig alles Mögliche passieren. Die Buchstaben werden uns das immer neu verkünden, wenn es Menschen gibt, die bereit sind, mit der Schrift zu tanzen, am besten durch ein Leben, das dann verwirklicht, was in der Schrift steht. Hoffnung zu machen, Vergebung zu bringen, Frieden zu stiften. Ich wünsche Ihnen, dass Sie so lebendig mit dem Wort Gottes umgehen können, mit jedem Buchstaben. Es segne Sie Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.